Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Hitman Absolution. Wir müssen gerade Layla Stockton finden, die was auch immer Assistentin Nutte von ja, hier von, ich weiß nicht mehr wie er heißt. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Kann ich jetzt, ja. Oh, das war nicht gut. Nein, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich dachte, das geht, aber der andere hat uns gesehen. Ja, wie hieß er denn? Dexter. Dexter heißt er, genau. Die Assistentin oder Nutte von Dexter müssen wir jetzt irgendwie finden und eliminieren. Ich hatte die auch in der Folge vorher schon gefunden und eliminiert, allerdings auf eine Art und Weise. Das war so plump, das kann ich einfach nicht auf mir sitzen lassen. Ah, die ist jetzt schon durch. Ich gehe mal nach oben. Der Kerl versteht keinen Spaß. Aber wir auch nicht. Also konzentrieren Sie sich. So. Ich weiß, das sind nicht Zieltodesfälle. Aber das ist mir gerade vollkommen egal. So, jetzt müssen wir noch den Panikraum finden. Wenn ich wüsste, oh Gott. Nein, nein, hör auf, hör auf, hör auf! Ich muss mich hier tatsächlich mal... Ihr seht mich doch alle gar nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott, komm, komm, nee. Ja, wie machen wir das denn? Da sind einfach zu viele Leute, das ist das große Problem. Als dass ich da wirklich was machen könnte. Aber ich glaube, hier der Weg ist schon ganz gut. Wir müssen die wahrscheinlich... Ja, wir müssen die irgendwie von ihren Wachen trennen. Wenn wir nach oben gehen, das ging ja schon ganz gut. So, damit ich nicht wieder in Verlegenheit komme, gehe ich mal hier lang. Mann, wann geht's denn endlich los? Bleib professionell, Roy. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Sag mir einfach den Weg, okay? Und ich mach dir alle Platten. Mach mal halb lang. Können wir den hier verstecken? Nee, ne? Dann müssen wir ihn hier liegen lassen. So. Oh Gott, hier sind so viele... Ich glaube, da zählt das hier jetzt als... Ah, Moment. Da könnte ich den reinschleppen, dann kriege ich meine Punkte gut geschrieben. Ich denke schon echt komisch mittlerweile. So, wir schleppen den dann doch mal da lang. Durch die Tür. Hey, hier sieht mich ja anscheinend sowieso keiner. So, und dann werden wir die Leiche mal los. So. Lüftungsschächte? Ja. Wieso pissen sich wegen dem Kerl eigentlich alle in die Hose? Wichtiger Job, okay? Ich will das nicht. Oh, hier sind noch so viele Sachen. An der Uniform stimmt doch was nicht. Nein, nein, mit der ist alles okay. Hey, warte mal. Da ist sie. Wie machen wir das jetzt? Kann ich ihr nicht einfach diese Büste an den Kopf? Ich mach's mal. Das probiere ich jetzt mal aus.
Nee, okay. Ich hab ihr nicht. Ich wollte ihr das Ding eigentlich auf den Kopf schmeißen, aber nicht mal das habe ich geschafft. Hören Sie mich? Nein, alles okay. Sie haben hier leider keinen Zutritt. Sir? Hey, ich rede mit Ihnen. Nein, du hast mich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, weiß der, wo wir sind? Der weiß nicht, wo wir sind. Wie gut ist das denn? Und es sind Sie nur die. Falsche Zielperson. Er ist keine Bedrohung. Ja, nee, ich bin keine. Ich sowieso nicht. Die steht aber nicht unter dem. In diese Richtung. Weil ich hier lang muss. Ich weiß nicht, wo ich hier hingehe. Aber ich habe eine dumpfe Vermutung. Hallo, runter. Hallo. Kenne ich Sie nicht von der Akademie? Schleichen Sie hier nicht rum. Sir, hören Sie damit auf! Wo ist denn die gerade? Jetzt muss ich gucken. Ich habe da nämlich so einen Plan. Oh, so! Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen ruhiger war. Ich musste mal, So, jetzt müssen wir noch den Panic Room finden. Da hinten. Das müsste. Oder ist das der Aufzug? Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Hey, wer sind Sie? Sir! Scheiße. Sir, ich rede mit Ihnen. Bleiben Sie sofort stehen, sonst schieße ich. Kommen Sie zurück. Ich will Ihr Gesicht sehen. Hey! Sichtkontakt zur Zielperson. Das hätte so schön funktionieren können. Warum hat er uns entdeckt? Ich glaube, weil unsere Verkleidung schon verdächtig war. Vorher. So, egal. Ich glaube jetzt weiß ich, wie wir das machen. So, hier runter. So, dann einmal. Jetzt ducken wir uns aber doch. Ich glaube, hier oben hätten wir auch lang gekonnt, ne? So. Geht's denn endlich los? Bleib professionell, Roy. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Zeig mir einfach den Weg, okay? Und ich mach dir alles klar. Schlaf. So. Okay, die Sachen. So, lassen wir da. Und ihn nehmen wir mit.
Warum habe ich denn jetzt minus 135? Ich hatte vorhin 6000 Punkte, als ich hier war. Habe ich da schon irgendwas gemacht gehabt? Nee, getötet hatte ich sie doch noch gar nicht. Aber egal, jetzt sind wir wieder auf Null. Ich habe Befehl, alle Räume zu checken. Mr. Dexter will nicht, dass hier jemand reinkommt, Mann. Wie sollen wir alle Räume sichern, wenn... Dieser Raum ist tabu. Kapier's endlich. Der Raum wird nicht mehr gebraucht. Mr. Dexter hat immer noch Hoffnung. Sein Sohn wird jetzt schon seit Tagen vermisst. Nenn es Trauern, wenn du willst. Aber dieser Raum ist ihm vorerst heilig, also ist er tabu. Ende der Diskussion. Okay. Oh, nein, 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 nein. Entschuldigen Sie, Sir. Sie da, Verzeihung. Achtung, Ziel ist verkleidet. Wiederhole, Ziel. Okay, ich muss mir was anderes überlegen. Das Schlimme ist halt, also was mich bei dem Spiel so ein bisschen wahnsinnig macht immer, ich weiß genau, was ich machen muss, aber dann muss ich auch warten. Und das kann ich immer nicht, deswegen bin ich jetzt gerade so weit vorgelaufen schon. Ja, habt dann Sushi-Broten getötet, ihr. Macht euren verdammten Job und schickt beim nächsten Mal echte Informationen. Ich weiß übrigens nicht, ob die Verkleidung... Ja doch, die Verkleidung ist wohl besser als... So, da der sowieso tot sein wird... Ach guck mal, jetzt habe ich auch wieder die Punkte. Ich muss dir was sagen, über Paul. Was meinst du damit? Was hat... Von was erzählt er da? Kann ich vielleicht hier draußen einfach lang gehen? Das habe ich noch gar nicht gecheckt, ne? Schade, nee. Ich dachte, vielleicht könnten wir hier einfach außen lang da hinten in den Raum. Das interessiert mich jetzt auch, was da drin ist. Wenn der Raum dem Mr. Dexter heilig ist, ich wüsste ja schon gerne, was da Sache ist. Wir verstecken uns mal hier. Die müssten ja gleich losgehen. Und dann gehen die, glaube ich, da nach links. Und dann kann ich da hinten schnell das Gift holen. Und dann muss ich nur sehen, wie ich das Sushi... Ja, da müsste ich den wahrscheinlich ablenken irgendwie. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wie gesagt, ich muss nur das Sushi vergiftet kriegen, da weiß ich noch nicht genau wie. Ja, friss nur, friss. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Seid ihr da hinten bald mal fertig? Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wir sind alle Profis. Ehrlich gesagt zweifle ich langsam daran. Lass mich eines ganz klar sagen. Der Mann, der uns ans Leder will, hat schon mehr Leute getötet als ihr alle zusammen. Ja. Wenn ihr nicht wollt, dass es euch genauso geht, solltet ihr langsam in die Gänge kommen. Warum scheißt die den denn an? Der steht da und passt auf. Jetzt habe ich ein Problem, und zwar nämlich, dass die da hinten sich nicht bewegen. Hey, 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 warte mal. Ich habe Befehl, alle Räume zu checken. Mr. Dexter will nicht, dass hier jemand... So. Entschuldigung, dass das gerade so ein bisschen langweilig ist. Der Raum wird nicht mehr gebraucht. Mr. Dexter hat immer noch Hoffnung. Sein Sohn wird jetzt schon seit Tagen vermisst. Nenn es Trauern, wenn du willst. Aber dieser Raum ist ihm vorerst heilig, also ist er tabu. Ende der Diskussion. Mhm.
So, jetzt verzieht euch hier bitte. Also man musste die erst triggern quasi, damit die mit der Unterhaltung beginnen. Ich hab das natürlich auch nicht. Ich dachte, das ist alles, das geht alles automatisch. Ich will da gleich rein. Ich will wissen, was da drin ist. Ich würde hier gerne die ganzen Sachen mitnehmen. Da gibt es bestimmt auch irgendein Achievement für, aber momentan... Oh, oh. So. Oh, wie, ihr haltet euch hier jetzt übermäßig lange auf. Übrigens sehr geil, die ganzen Waffen an der Wand. Oh, nee, ne? Nein, hier ist... Hallo, hier ist niemand. Aus dem Lauf... Nützt eine Alarmanlage, wenn sie ohne Grund losgeht. Keine Technologie ist besser als ein Wachmann. Amen. Habe ich das ausgelöst? Ich glaube. Tresor gesichert. Ja, war wohl eine Störung. So, die verdrücken sich jetzt aber wirklich, ne? Das heißt, ich kann hier mal reingucken. Wie gesagt, ich bin neugierig. Eine Schlüsselkarte. Oh, ein Checkpoint. Ja, ein Checkpoint, ein Checkpoint. So, eine Wasserpfeife. Get the chicks you want. Jetzt wissen wir... Oh Gott, das ist der Raum von... Das... Scheiße, jetzt steht er vor der Tür. Ja, dann müssen wir wohl ein bisschen warten, weil Ausgang scheint es hier keinen sonst zu geben. Das war das Zimmer von dem... Ach du Scheiße. Warte mal, wenn ich das Radio anschalte, der steht bestimmt immer noch da, ja. Wenn ich jetzt das Radio anschalte... mich schnell irgendwie hinter der Tür oder dahinter verstecke und dann... Ich probier's aus. Wer hat das eingeschaltet? Niemand. So, und dann stecken wir den einfach... Da in die Kiste war das. So, jetzt kommt der nächste. Und dann mache ich aber auch das Radio, glaube ich, wieder aus. Ich hätte, glaube ich, gerade noch einfach kurz warten lassen. Warten sollen. Was? Bis der das Radio ausschaltet. So, Radio wieder aus. Jetzt haben wir nämlich hier oben ein bisschen Ruhe, hoffe ich. Ja, ich hab mich nur verlaufen. Hey, sofort stehen bleiben. Ich meine es ernst. Ich muss Gewalt anwenden, wenn Sie nicht sofort stehen bleiben. Die Person ist verkleidet. Hände hinter dem Kopf lassen. Auf die Knie. Auf die Knie, sage ich. Ich hoffe, das ist nur der eine. Ja, es war nur der eine, Gott sei Dank. So, dann können wir nämlich... Das war jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber den können wir jetzt, glaube ich, hier in den Schrank stecken. Ich hoffe, wir können den in den Schrank stecken, ja. Dann müssen wir nur noch an Sushi irgendwie ran.
So, hinten am Haken aufgehängt. Verkleidet sind wir ja. Waffe packen wir natürlich weg. Jetzt muss ich... Oh Gott. Die war gerade hier, oder? Wo ist denn die jetzt? Ah, fuck. Mal gucken. Vielleicht... geht das hier? Welches... Das war jetzt zwar nicht so schön wie mit dem Sushi. Das war jetzt zwar echt nicht so schön wie mit dem Sushi, das hätte ich gerne geschafft, aber das hat sich jetzt gerade so angeboten. Das juckt hier keine Sau. Das juckt hier echt keine Sau. Na dann. Da unten ist der Panikraum. Die Frage ist, wie komme ich denn da? Ah, da müssen wir vorbei. Gucken die hierher? Der eine guckt daher. So. Die sind misstrauisch. Ich muss da jetzt um die Ecke rum. Da führt jetzt tatsächlich kein Weg dran vorbei. So. Warte mal, zwei hauen ab. Einer kommt hier hoch, scheiße. Schnell rein. So, dann haben wir nur noch einen, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ihr merkt schon, ich mache gerade Überlänge, aber ich will die Folge jetzt fertig kriegen. Das Level. So. Okay, der ist weg. So, jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt müssen wir nur noch... Oh Gott. Ist da einer? Nee. Ich habe jetzt hier natürlich... So, wir sind im Panikraum. Na ja, gut, Telefon. Leila, schwing deinen Arsch her. Wir gehen. Und du, rein mit dir in den Helikopter. Ich werde dich Atom für Atom zerlegen und züchten wie ein Preisbullen. Nun schau doch nicht so, Mädchen. Wenn du hinkommst, du aus dem Reagenzglas. Mein Labor! Ach, zu Hause? Oh, jetzt sag bloß, das wusstest du nicht. Du bist ja wirklich niedlich. Du Mistkerl! Fass mich nicht an! Ja, die Kleine geht gut ab. Den ganzen Ärger wert. Los, schafft's in den Helikopter! Nein! So, aber wir haben es geschafft. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Hitman Absolution. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Achso, ich kann ja noch auf Weiter drücken. Das können wir noch gucken. Ja, ziemlich schlecht. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.